Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute habe ich wieder einen Fashion Haul für euch. Ich freue mich nämlich riesig auf den Herbst und habe sehr viel Schönes dazu gefunden, denn Herbst ist absolut meine Fashion-Zeit. Plus, ich habe heute eine mega, mega, mega geile Verlosung für euch. Bleibt unbedingt ganz bis zum Schluss des Videos dran und da verrate ich euch dann alles dazu und ich sage es euch, es wird Bombe. Außerdem könnt ihr heute bei der lieben Tara noch einen Fashion Haul sehen. Wir haben uns zusammengetan heute, weil sie auch sehr gerne shoppt und auch sehr schöne herbstliche Sachen gefunden hat. Das seht ihr auch nochmal in der Infobox verlinkt und am Schluss, wenn ihr noch warten möchtet. So, ich beginne mit etwas, was runterfällt. Danke, Oliver. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr den schon gesehen und einige haben den schon gehatet, aber ich liebe den. Der ist mir aufgefallen, weil er vor allem aussieht ein bisschen halt wie der Hut von Heisenberg und ich bin ja ein riesen Breaking Bad Fan. Und ja, der ist auch tatsächlich aus der Männerabteilung, Leute. Der ist von Esprit. Gerade so mit roten Lippen sieht er toll aus und mit Kleidchen so im Stilbruch oder einfach auch mit Jeans und so einem Shirt oder einer Bluse ist das einfach top. Ihr könnt alle Artikel in der Infobox finden zum Nachshoppen. Da sind alle Links für euch, die ich finden kann. Dann habe ich mir einiges bei About You bestellt. Ich weiß von dem Kleid hier gar nicht die Marke. The Fifth heißt es. Das ist, wie ihr sehen könnt, so schwarz-weiß und so Leo-Muster angehaucht. Und Tiermuster sind im Herbst auch wieder mega, mega in. Und ich liebe ja Tiermuster, vor allem Leo. Als ich es anhatte, anfangs dachte ich mir so, nee, auf gar keinen Fall. Also kann ich auch verstehen, wenn der Schnitt etwas irritierend ist. Komischerweise, je länger ich es anhatte, desto mehr habe ich es geliebt. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Mit einem Cardigan und mit einem Gürtel in der Taille zum Beispiel, weil es ein bisschen lockerer geschnitten ist einfach. Und dann habe ich mir schon so eine Art Mantel gekauft. Das ist aber wirklich mehr so ein Übergangsding mal wieder. Und zwar dieser blaue von Esprit auch. Und dieser Stoff ist einfach so, so schön. Deswegen wollte ich den unbedingt haben. Das ist wie ein Sweatshirt. Also es ist geschnitten wie so ein ganz normaler Mantel, aber der Stoff ist so Sweatshirt-mäßig und deswegen ist es ganz, ganz weich und leicht. Einfach zum Beispiel mit einer Skinny Jeans und Chucks oder halt mit einem schönen Kleidchen und hohen Schuhen könnt ihr das super kombinieren, wenn das farblich auch passt. Auch bei About You bestellt, ist aber von Edited, also das könnt ihr da wahrscheinlich dann auch bestellen. Ich liebe ja Röcke, auch im Herbst, Winter. Vor allem den hier könnt ihr super noch im Winter tragen, weil der so wollig und warm ist. Und dann halt mit einer dicken Strumpfhose und Stiefeln. Also ich trage Röcke das ganze Jahr, Leute. Und der hier hat so ein Retro-Ding am Laufen. Durch diesen breiten Gürtel, durch diesen A-Linien-Schnitt. Und es ist sehr, sehr hoch geschnitten. Und Bordeaux ist ja sowieso mein Ding. Rot, ne? Mir sieht. Den kann ich mir ganz toll vorstellen mit so einem engen Rollkragenpulli reingesteckt. Und es sieht einfach mega toll aus. Und noch mehr Röcke, warum denn nicht? Der hier ist von Esprit und den finde ich auch mega, mega süß. Der hat auch so einen kleinen, so einen Boho-Schick am Laufen. Weil der halt hier nochmal diese Kordeln hat. Das finde ich auch total goldig. Und auch das kann ich mir wunderbar mit Strumpfhose und Stiefeln vorstellen. Ich denke hier auch. Und dann alle Arten von gewöhnlichen Pullis dazu, weil der hier hat ja schon so Farbe und ist ein bisschen bunter und von daher auch ein mega, mega tolles Herbst-Basic-Teil. Ich war jetzt seit langem auf der Suche nach einem schönen Boho-Chic-Kleid. Die sind ja tendenziell und von Natur aus eher ganz weit geschnitten. Da ich jetzt eher so zierlicher gebaut bin, sieht das dann oft aus wie ein Zelt. Das war mein großes Problem. Und das hier hat noch am meisten Schnitt von allen Kleidern, die ich gefunden habe. Auch da würde ich aber einen Gürtel noch drumherum tragen, damit ich da nicht so untergehe. Aber einfach wunderschön. Hinten hat es auch nochmal so eine Schnürung. Tolles Muster und auch wie gesagt, das zum Beispiel mit einem schönen Hut einfach im Herbst und Stiefelettchen. Dann habe ich mir noch ein paar schöne Sachen bei Zalando bestellt. Und vielleicht, wenn ihr wie gesagt beim Gewinnspiel mitmacht, könnt ihr da ja auch demnächst einkaufen. Zwinker, zwinker. Und zwar dieses mega Hammerkleid. Ich liebe das so sehr. Ja, wie gesagt, rot, ne? Ich drehe ein bisschen durch. Das schmiegt sich so richtig an den Körper an und betont auch alle Kurven, aber nicht auf eine unangenehme Weise, weil das ein richtig dicker, stretchiger, hochwertiger Stoff ist und dann zeichnet sich nichts ab oder so. Also das sieht wirklich, wie gesagt, elegant und sexy zugleich aus. Das könnt ihr super casual tragen, so im Alltag, für die Arbeit oder so. Dann zieht ihr hier auch nochmal einen schönen Gürtel an und flache Schuhe. Oder für abends macht ihr eine Lederjacke drüber und High Heels und roten Lippenstift und boom. Dann kommen wir zu etwas, was ich jetzt auch schon länger gesucht habe. Das ist keine Kette, zumindest nicht für den Hals, sondern für den Kopf. Und zwar hatte ich das auf der Fashion Week bei Dimitri, war das glaube ich, gesehen. Habe ich auch einen Blogpost dazu, falls das jemand interessiert, was so die Trends für nächsten Frühjahr und Sommer sind. Bei kindofrosy.de findet ihr das. Da ist sowieso immer viel Fashion-Inspiration für euch. Und ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber ich liebe das so, so sehr. Ich finde das super. Ich würde das auch im Alltag tragen. Ist mir dann auch egal, wenn die Leute gucken. Ich finde, man muss auch mal was anderes
ausprobieren. Und dann nach Sophie Rot gibt es auch mal eine andere Farbe. Und zwar ein schönes blaues Kleid in so einem richtigen, kräftigen Blau. Die ganzen Kleider werden jetzt immer mehr... Sorry, ich habe ein Haar im Lippenstift, ihr kennt es. Diese ganzen Kleider werden jetzt immer so weiter, die Schnitte werden weiter, lässiger. Und ja, ich mache da wahrscheinlich immer noch meinen Gürtel so drum um die Taille, aber trotzdem ist es super angenehm halt zu tragen. Das ist auch so ein Basic-Teil, wo ich denke, das kann man ganz, ganz oft drunter tragen, auch noch im Herbst und sehr schön kombinieren. Und dann eben, wenn der Sommer wieder vor der Tür steht, dann trage ich das halt so. Dann habe ich wie so oft die Schuhe vergessen und zwar hatte ich die auch bei About You bestellt, aber ist egal. Also jetzt kommen die Schuhe und die hier sind von French Connection. Ich habe feine, schicke, schwarze Schuhe gesucht. Vor allem jetzt erstmal geschlossene vorne, damit ich die eben jetzt auch im Herbst noch anziehen kann. Und es sind halt einfach so Joker-Schuhe, die man zu so vielem tragen kann. Ich finde, für den dünnen, hohen Absatz tragen die sich auch wirklich gut. Also man merkt auch schon, dass die echt gut verarbeitet sind. Und dann diese hier sind von Jeffrey Campbell und auch das ist wieder ganz krass Geschmackssache, glaube ich. Mein Freund hat mich auch ein bisschen irritiert angeschaut, aber muss mir gefallen. Auf jeden Fall sind das solche Loafers mit einer spitzen Form, also eher so konservativ, aber dann durch dieses Metallic, finde ich, sind sie schon wieder cooler und besonderer. Und zu Jeans kann ich mir die vorstellen, zu Röcken, zu Kleidern, zu allem. Dann ein Laden, in dem ich schon ganz, ganz lange nicht war, und zwar Tally Vale. Auf jeden Fall hatten die ganz viel Bordeaux-Rot und ich so, ja, Tally Vale, du verstehst mich. Und zwar dieses schöne Spitzenoberteil. Er ist ein bisschen kürzer geschnitten, halt je nachdem, falls man mal einen höheren Rock anhat, ist das ja auch sehr, sehr praktisch. Und in derselben Farbe habe ich diesen Blazer gefunden, also das fließt und fällt richtig schön locker, hatte ich jetzt auch letztens schon bei Instagram an, da habt ihr das gesehen und die ist auch so, so weich und angenehm zu tragen, hat halt so einen Wildleder-Look, also ist jetzt nicht aus Wildleder, aber hat den Look und da habe ich mir auch diesen Rock in diesem Camelton gekauft, der hat auch noch so eine Lochmusterung mit Schwarz drunter. Also ist auf jeden Fall blickdicht, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und ist halt ein süßer Minirock. Und dann eins meiner Lieblingsshops, natürlich Zara. Ja, da geht das Thema Western, Wildleder und so weiter gerade weiter. Und zwar hat der halt diese wunderschönen Muster. Und der ist wirklich sehr, sehr aufwendig gemacht mit diesen Nähten hier oben und unten. Und das Coolste ist, dass es dazu die passende Weste gibt. Und das... Da habe ich mich richtig verliebt. Und zwar könnt ihr das dann übereinander anziehen. Die Weste ist ein bisschen weit. Die gab es irgendwie nur in S, M und L, also nicht in XS. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen beabsichtigt, dass das lockerer sitzt. Ich kann mir das super vorstellen mit einem hellen Rollkragenpulli, den ihr dann drunter tragt, so ein engeren. Dann ein weiterer Rock. Ich sage, ich habe es mit Röcken. Und zwar auch wieder in Bordeaux. Und der hier ist jetzt mal ein Midi-Rock. Habe ich ja auch nicht so oft, weil ich, wie gesagt, kleiner bin. Aber ich finde, mein Gott, man muss sie ja auch nicht immer einschränken lassen. Der hat so ein leichtes Plissé und Spitze und ist halt unten dann durchsichtig. Und den halt würde ich auf jeden Fall mit Absatzschuhen tragen. Und als Basic-Teil habe ich mir, ja, ich habe mir jetzt schon im August einen Rollkragenpulli gekauft. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf den Herbst. Der ist auch sehr wollig warm und hat so einen sehr cleanen Cut auf jeden Fall. Wenn ihr das so ein bisschen edgy tragen wollt, könnt ihr den Kragen oben lassen. Ist ein bisschen mal was anderes oder ihr klappt den halt um. Ist eben auch eine super Ergänzung zu den ganzen Röcken, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, weil der passt so ziemlich zu allem und jedem. Und noch eine wunderschöne Bluse in einer richtig tollen gelben Farbe. Sieht jetzt in der Kamera ein bisschen quietschgelber aus. Durch die Lichter, aber ist mehr so ein Senfgelb. Und der hat diese schönen Rüschen hier, finde ich auch wahnsinnig schön und ein schönes Basic-Teil, was eigentlich... Ja, ich sag mal auch vielleicht ein bisschen konservativ ist, aber durch das Gelb, finde ich, ist es nochmal ein bisschen frischer und finde ich auch sehr, sehr schön. So ihr Lieben, ich hoffe, meine Shopping-Inspirationen haben euch gefallen. Wie gesagt, schaut in die Infobox, dann könnt ihr loslegen und das Ganze nachkaufen, wenn euch hier irgendwas gefallen hat. Und dann kommen wir natürlich zu der mega, mega Verlosung. Ihr seid bestimmt schon gespannt. Ich hatte euch ja in meinem letzten Fashion Haul die Seite kipu.de vorgestellt. Ich verlinke euch das Video hier nochmal, weil da bin ich nochmal ganz ausführlich drauf eingegangen. Und dann könnt ihr nochmal sehen, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist es im Grunde so, dass ihr über kipu.de Cashback bekommt, wenn ihr online shoppt. Und dieser Tipp kam so gut bei euch an und Kipu hat sich sehr, sehr darüber gefreut, dass sie heute als Dankeschön eine mega Verlosung mit mir zusammen machen möchten. Und zwar könnt ihr insgesamt 1000 Euro Shopping-Gutscheine gewinnen. Ja, eine glückliche Gewinnerin oder ein glücklicher Gewinner, je nachdem, kann einen 500 Euro Zalando Shopping-Gutschein gewinnen und 10 weitere von euch gewinnen einen 50 Euro Shopping-Gutschein bei Zalando. Das heißt insgesamt 1000 Euro und es gibt insgesamt 11 glückliche Shopping-Gewinner. Also finde ich richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank nochmal an Kipu dafür. Was ihr dazu machen müsst, ist einfach nur Abonnent meines Kanals sein, denn die Verlosung ist nur für meine Abonnenten. Und ihr findet unten in der Infobox einen Link von kipu.de und da geht ihr drauf und meldet euch einfach nur mit einer E-Mail-Adresse, über die ihr dann auch benachrichtigt werdet, falls ihr gewinnt, für den Newsletter an.
Und das war es auch schon. Also es ist nur ein Newsletter. Ihr müsst euch nicht registrieren bei Kipu. Könnt ihr natürlich, wenn ihr möchtet. Ist aber kein Zwang. Ihr müsst nichts kaufen. Eure E-Mail-Adresse wird nicht weitergegeben für irgendwelche anderen Zwecke oder so. Also ich habe alles abgeklärt. Da müsst ihr keine Angst haben. Und es ist wirklich nur so ein Dankeschön von mir und von Kipu an euch. Und ansonsten, wie gesagt, schaut bei der lieben Tara vorbei und ihrem Shopping-Haul. Da könnt ihr noch weitere tolle Inspirationen für die Herbstmode finden. Also ich werde auf jeden Fall drauf gehen, liebe Tara und alle anderen. Und werde mir das angucken, denn ich freue mich da sehr drauf. Und ansonsten wünsche ich euch nur noch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Und bis bald. Tschüss.